Bastelzeit und heute mal ein bisschen was aus dem Industrieumfeld, mehr oder weniger. Denn wenn ihr mal in so Fabriken reinguckt, habt ihr eventuell schon mal gesehen, da sind so Lichttürmchen auf Maschinen drauf, die anzeigen, wenn Störungen auftreten. Jo, sieht gut aus, also ich habe da mal zugegriffen und mir ein paar davon geholt. LED Warning Light, wie man sehen kann, die sind eher speziell verpackt. Sind auch unterschiedliche Größen, das müsste eine 2er und eine 3er sein. Aber gucken wir einfach mal, was wir denn so bekommen haben. Die ist schon offen, das klingt gut. Und, ja, nee, das ist nur zum Festmachen. Na, 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 da sehen wir doch. Fein, okay. Jetzt sieht man, denke ich, auch, worauf das hinausläuft. Das hier ist einfach nur eine Lampe. Und die können wir irgendwo draufsetzen, entsprechend dann hier reinschrauben, das festmachen. Das hier ist Plastik, auch wenn es nach Metall aussieht, wer es erwartet. Das heißt, man fädelt die Kabel hier durch, schraubt das hier drauf und hat dann hier so eine schöne Lampe, die in dem Fall hier rot und grün leuchten kann. Was haben wir hier? Command Plus und Minus ist dann jeweils für rot und grün. Spannung hier. 110 bis 120 Volt, muss ich mal gucken. Doch, macht glaube ich Sinn. Ja, ist glaube ich richtig. Und haben noch eine zweite Packung. Das müsste eine andere sein. Ja, hier steht auch schon 3WZ mit 12 bis 24 Volt. Also das hier ein Low Voltage Modell. Erstmal derselbe Dingensens, derselbe Arm da. Und das hier, ja, genau, eine dreifarbige. Noch mit einem zusätzlichen Gelb dazwischen. So, wo sind wir? Zack, zack. Gut, auch hier Common Minus. Wobei, Moment mal, das hier ist doch, ja, das ist AC. Da macht das Minus hier keinen Sinn. Ja, klingt gut. RGY, okay, kommt hin. Und wir haben sogar halbwegs sinnvolle Farben. Dann würde ich sagen, ich suche erstmal ein bisschen was an Strom. Gucken wir auf jeden Fall mal, wie die hier leuchten. Und ja, mit etwas Glück finde ich auch noch irgendwie etwas, womit wir die zerlegen können. Ne? So, das hier dürfte funktionieren. 24 Volt, Current Limit 2 mA. Und wenn wir hier mal drauf gucken, wir haben hier den Common auf BL. Und bei den anderen steht Minus bei R, G und Y. Ich interpretiere das jetzt mal so, dass das hier unser Common ist, weil BL, Black. Aber da steht kein Minus, also würde ich fast sagen, dass der schwarze Plus ist. Das klingt falsch, aber so steht's da. Dann nehmen wir uns einfach mal hier den grünen und gucken mit 2 mA, ob was passiert. Und ja, es leuchtet. Also dunkel, klar, Current Limit kickt jetzt rein, aber sieht gut aus. Dann machen wir mal das Current Limit etwas höher. Okay. 60 mA, also 1,5 Watt, die hier reingehen. Und ja, genau so sieht es auch aus. Ihr seht ja, selbst hier mit Licht beleuchtet das schon ganz schön die Gegend und ohne natürlich umso mehr. Man sieht eventuell auch, dass das so in zwei Richtungen ein bisschen mehr strahlt, aber generell ist es definitiv in der ganzen Umgebung sichtbar. Was mit Grün geht, geht mit den anderen wahrscheinlich auch. Holen wir mal Gelb. Ja, das ist ein Orange. Selber Aufbau. Hier in die Richtung ein bisschen mehr Strahlung, hier ein bisschen weniger. Ja. Das ist wahrscheinlich der interne Aufbau. Und rot, mal gucken. Ich weiß nicht, was ich bestellt habe. Die gibt es in rot leuchtend und rot blinkend. Das hier ist rot leuchtend. Ja, ist einfach nur schlechter Kontakt, aber rot leuchtend. Und sieht ähnlich aus. Die andere, wie gesagt, das ist 230 Volt. Die kann ich jetzt hier wahrscheinlich nicht wirklich testen. Wenn wir die hier dran klemmen, dürfte ja wahrscheinlich nichts sagen. Mal spaßeshalber was dran. Aber ich denke nicht, dass sich da was tut. 1, 2. Ja, doch, es hat mal kurz geflackert. Also wahrscheinlich Capacitive Dropper. Das heißt also, da wird irgendein Kondensator sein, der sich intern auflädt. Und selbes dann auch mit Grün. Jo, rein. Aber kommen wir zum wichtigeren Part. Was steckt denn da drin? Okay, das sieht auf jeden Fall interessant aus. Wir haben hier offensichtlich ein Board in der Mitte. Dreimal dasselbe, aber ein langes Board und beim anderen entsprechend ein etwas kürzeres Board. Das Board ist auf so einer Plastik-Dingen sind auf so einem Plastikträger, der dann vorne und hinten da geht.
haben dann hier diese Trennscheiben, die dafür sorgen, dass eine Lampe nicht in den anderen Bereich reinstrahlt. Und ja, das Ganze ist dann hier, wie wir sehen, einfach nur so reingesteckt. Und da unten ist da noch was. Versteckst du da noch etwas? Oh, das ist irgendwie mehr als gedacht. Was sind das für viele Drähte? Da ist noch irgendwas in der Basis? What? Okay, gleich mal gucken. Ja. Das sind hier sind Schalter. What the heck? Wieso sind da Schalter? Sag mir nicht, damit kann ich das Blinken einstellen. Das ist sehr viel komplizierter als gedacht. Okay, Boards gucken wir uns gleich weiter an. Hier oben die Teile, diese Farben, das sind im Prinzip erstmal Plastikringe und dann sind die so ineinander mit einem Interlocking-Mechanismus. Das heißt also, die kann man beliebig zusammensetzen. Das heißt, ich könnte jetzt auch hier, keine Ahnung, rot-orange-rot draus machen oder so. Das funktioniert auch. Müsste man jetzt hier den Deckel noch abmachen. Aber ich denke, ihr seht, worauf das Konzept hinausläuft. So kann man dann hier die Farben beliebig mischen. Ist also ein ziemlich modulares System. Ich wundere mich ehrlich gesagt jetzt ein bisschen, dass das ein langes Board hier ist, beziehungsweise bei dem ein kurzes Board, denn ja, separate Module hätten wahrscheinlich das einfacher gemacht, das modular wirklich zu bauen. Aber gut. Wie gesagt, mehr drin als gedacht. Ich nehme noch hier unten das Board raus und dann gucken wir mal, ob wir rausfinden, was hier ist, außer LEDs. Und ja, ich sehe gerade sogar, das sind unterschiedliche Farben von LEDs. Noch nicht mal, dass man nur weiß benutzt hat. Okay. Und das hier ist auch ein anderes Board. Oi, das wird komplizierter. Ja. Ich zerlege noch ein bisschen. Okay, ich habe jetzt alles draußen und im Sockel ist nochmal eine komplette zusätzliche Schaltung. Und die hier sind unterschiedlich und... ja. Ich glaube, die Entwicklung war so, da hat jemand gefragt, wie viel ICs und Bauteile brauchen wir, um drei LEDs leuchten zu lassen? Und die Antwort war ja. Ich habe die dumme Befürchtung, ich werde mich jetzt sehr lange hinsetzen, um rauszubekommen, wie zum Geier das hier funktioniert. Erste Frage ist natürlich, was macht der Schalter? Und wahrscheinlich wenig überraschend, aber er sorgt dafür, dass wir die Blinkfunktion plötzlich haben. Ja. Auch wenn man also die statischen LEDs bestellt, bekommt man den Turm mit der Blinkfunktion auf jeder LED und kann so dann fleißig umstellen zwischen Blinken und Nicht-Blinken. Und was wir auch sehen können, yep, das sind tatsächlich rote LEDs und entsprechend das andere sind dann gelbe LEDs oder warm weiß. Und last but not least unten, wenig überraschend dann, die grünen LEDs. Also alles tatsächlich color matched. Was man auch eventuell sehen kann, das Blinken ist synchronisiert. Wieso das? Da kommen wir gleich zu. Und was die Stecker hier angeht, der hier, das ist soweit normal. Den kann man runterdrücken und kann den dann ausziehen. Das ist die Verbindung zur Außenwelt. Sprach er und bekam ihn nicht raus. Der hier, eventuell könnt ihr das so erkennen, der ist ein bisschen hochgewellt, ne? Naja, der Stecker gehört da gar nicht rein. Den hat man irgendwie abgeschnitten vorne teilweise, die Nasen, um den hier reinzubekommen, so wie es aussieht. Das ist dann die Verbindung zu der Platine, die unten im Sockel sitzt. Und aus der Kategorie langsam kommt bei mir so ein WTF auf. Wir haben ja hier diese Platine mit dem Mikrocontroller hier unten, die im Sockel sitzt, ne? Der jede Menge Kabel nach da oben hat. Was passiert, wenn ich den ausziehe? Überraschung. Nix. Also, fast nichts. Eins passiert doch. Die Blinkfunktion ist nämlich plötzlich weg. Wenn ich hier auf Blinken umstelle, er bleibt einfach statisch. Wenn ich jetzt das Ding wiederhole und einstecke, wenn ich ihn reinkriege, wie gesagt, der Stecker passt nicht so hundertprozentig, dann beginnt er wieder zu blinken. Diese ganze Bodenplatine ist also offensichtlich mit dem Mikrocontroller nur dafür da, das Blinken zu synchronisieren. What? Okay, gehen wir erstmal die Schaltung durch, was da ist, und danach gucken wir uns an, was zum Geier da wahrscheinlich passiert ist. Und ja,
Fangen wir erstmal am Anfang an. Wir haben unseren Stecker. Da haben wir unsere drei Kabel für die drei Farben und unseren Common. Das sind die Kabel, die reingehen. Es gibt noch eine Position, da ist kein Kabel. Der ist aber in der Schaltung angeschlossen, und zwar das ist der erste Pin. Wie gesagt, gibt es eine Schaltung, aber kein Kabel, was reingeht. So, jede von diesen LEDs sieht hier so aus, also diesen Sektionen, wo eine LED ist. Wir haben den Common, der geht auf den Gleichrichter, und wir haben den Eingang für die jeweilige LED über einen 91 Ohm Widerstand ebenfalls auf den Gleichrichter. Das heißt, meine Aussage, die ich eben getroffen habe, wahrscheinlich, dass das Plus und Minus und so weiter ist, ist egal. Hier können wir im Prinzip Plus und Minus anschließen, egal wie rum, solange wir es bei allen einen Common haben. Das heißt also, ja, können wir Common Anode oder Common Cathode beides fahren. Von dem hier, dem Gleichrichter, geht es dann weiter auf einen 78L09, einen 9 Volt Linearregler. Das heißt also, egal wie viel Volt wir vorne reingeben, 12 Volt, 24 Volt, geht dann automatisch runter auf 9 Volt an der Stelle. So, dahinter haben wir noch einen Kondensator, wahrscheinlich irgendwas 100 Nano oder sowas, um das Ganze zu glätten. Und dann haben wir ein bisschen Diodenspaß hier. Und zwar haben wir eine Diode nach Plus, die speist eine 9 Volt Schiene. Und eine Diode von einem Ground hier hin. Das heißt also, ja, da kommt quasi unsere Rückleitung. Und diese 9 Volt und Ground Dioden, die sind bei jeder von diesen LEDs drin. Das heißt also, wenn irgendeine von den LEDs Strom hat, dann werden diese beiden Schienen hier auch versorgt. Wofür das wichtig ist, gucken wir uns später an. Weiter geht's mit unserer Plusschiene. Die geht nochmal über einen 150 Ohm Widerstand und dann auf die LEDs selber. Da sind immer zwei in Serie und zwei parallel. Und ihr erinnert euch, ich habe die Variante, die dauerhaft leuchtet. Naja, meine Schaltung ist jetzt relativ einfach. Und zwar geht's hier runter, über den Schalter, zurück zu unserem Minus, den wir uns hier generiert haben. Ich habe aber trotzdem die komplette Schaltung hier hinten noch dran. Und zwar, wenn wir den Schalter in der anderen Position haben, dann haben wir im Prinzip hier keine direkte Ground-Verbindung. Der Widerstand hier ist nicht gelötet. Und stattdessen geht es über diesen NPN-Transistor, das ist ein S8050. Und von da aus geht es dann ja, zurück ganz normal nach Ground. Und ja, der wird hier über diesen 10 Kilo Ohm Widerstand auf ja, Ground gehalten. Und es gibt auch noch ein 20 Kilo Ohm in Richtung von diesem Blinkbus, nenne ich es mal. Das ist eine Verbindung, die nachher zu diesem Board im Boden, unten in diesem Sockel geht. Warum man hier 20 Kilo umgeholt hat, ist mir nicht so 100% klar, weil 2010, das gibt einen schönen Spannungsteiler. Ich meine, es wird am Ende wahrscheinlich definitiv reichen, um den hier einzuschalten. Das ist es aber, naja, seltsame Werte auf jeden Fall. Gut, diese ganze Schaltung hier haben wir dann für jede Sektion, die blinkt. In meinem Fall also dreimal. Gibt es, glaube ich, bis zu 5 LEDs in einem Turm. Das heißt, entsprechend oft gibt es dann den Kram. Zusätzlich gibt es aber auf der untersten, also bei mir das Grün, noch diese Sektion hier. Das ist so ein kleines zusätzliches Mini-Netzteil. Da haben wir hier wieder den 91 Ohm Widerstand am Eingang, haben wieder den Gleichrichter, haben wieder den 78L09. Allerdings geht es von da aus nicht auf Widerstände und LEDs und so, sondern auch auf zwei Pins, die in Richtung von diesem Board gehen, was dann im Sockel sitzt. Da bewegen wir uns dann mal hin. Wir haben also jetzt hier folgende Pins, die auf das Board Richtung Sockel gehen. Wir haben einmal dieses Ground und VCC von diesem separaten Netzteil. Dann haben wir die 9 Volt und Ground Schiene, die wir von unseren LEDs jeweils generieren. Und wir haben dieses Blink, was entsprechend dann das Blinksignal in Richtung von den Transistoren ist. So. Am Eingang von unserem Blinkboard, nenne ich es mal, haben wir dann erstmal wieder einen Gleichrichter. Macht nicht wirklich Sinn, weil hier ist ein Gleichrichter, hier ist auch ein Gleichrichter. Das heißt, wir richten die gleichgerichtete Spannung nochmal gleich. Okay, von da aus geht es dann einmal über einen 91 Ohm Widerstand und noch einen 91 Ohm Widerstand auf bei mir gar nichts. Da ist Platz für einen Kondensator, einen Elektrolytkondensator und etwas, was ich vermute, dass das der Buzzer ist. Da ist nämlich im Sockel auch so ein kleiner Speaker-Grill drin. Ich habe das Modell ohne Buzzer, das heißt, dieser ganze Bereich wird nicht benutzt.
Die zweite Sache, wo der Plus hingehen kann, ist über eine Diode auf diese Stelle hier, die aber verbunden ist mit den 9 Volt. Das heißt also, ja, wir speisen das Ding ohnehin mit 9 Volt. Heißt also, die Diode ist unnötig, das Ding ist unnötig und dieses komplette Netzteil hier ist ebenfalls bei mir vollkommen unnötig, weil die Bauteile überhaupt nicht drauf gelötet sind. Okay. Von da aus geht es dann weiter über zwei 200 Ohm Widerstände auf einen Widerstand, nicht Widerstand, einen Kondensator und eine Z-Diode. Das heißt, man hat sich hier über ein bisschen Widerstand und die Z-Diode quasi ein Miniaturnetzteil nochmal gebaut, was die Spannung runterdrückt. Hier kommen ja 9 Volt an. Ich gehe mal davon aus, dieser Mikrocontroller braucht irgendwie 5 Volt, 3,3 Volt, irgendwas in die Richtung. Was das genau ist, keine Ahnung, steht keine Beschriftung drauf. Könnte irgendwie was ein PIC sein oder Nachbau, einfach weil Pin 1 und Pin 8 VDD und VSS sind. Das Einzige, was der aber macht, ist... ja, nicht viel. Hier ist nichts angeschlossen auf den ganzen Pins. Das Einzige, was wir haben, ist der Pin 3. Und der geht wieder an zwei Stellen. Nämlich zum einen direkt wieder zurück hier auf diesen Blink-Pin, den wir schon hatten. Der steuert also direkt unsere Transistoren für die LEDs an. Lokal gibt es aber auch noch was, nämlich diesen Spannungsteiler hier wieder und einen weiteren S8050. Das heißt, wir schalten etwas. Und was schalten wir gegen Ground? Nix. Theoretisch den Buzzer. Aber der ist bei mir nicht draufgelötet. Das heißt also, wir haben hier definitiv jede Menge Zeug, was für mich quasi unnötig ist. Gucken wir gerade noch rüber auf die 230 Volt Variante. Die habe ich mir auch mal vorgenommen. Die ist im Prinzip relativ gleich. Der hintere Bereich, wenn wir uns den angucken, der ist exakt gleich. Das Einzige, was ich gesehen habe, hier sind zwei 470 Ohm Widerstände, wenn ich richtig vermutet habe. Statt dem 150er. Könnte auch sein, dass es 47er sind, muss ich gleich nochmal gucken. Jedenfalls andere Bauteile hier. Und vorne haben wir nicht den Linearregler, sondern wir haben direkt hier den Gleichrichter. Und davor sitzt ein Kondensatornetzteil. Ich habe den Wert nicht nachgeguckt. Machen wir mal die X hin. Gibt zu jedem auch einen Entladewiderstand. 560K ist nur einer. Das ist von der Spannung her meh. Aber hey, wenn es funktioniert, dann passt das auch schon. Und genauso ist dann auch dieses eine separate Netzteil aufgebaut, auch der vordere Teil. Das heißt also, auch bei der AC-Variante kommt hier gleichgerichtete Spannung und wird dann nochmal gleichgerichtet, wieso auch immer. Gut. Das ist also das, was wir haben. Was ist denn jetzt da passiert? Naja, ich bin mir nicht 100% sicher, aber man kann schon mal relativ gut sagen, dass es wahrscheinlich gestartet ist mit irgendeiner Art von, ja, wahrscheinlich der 230-Volt-Schaltung und immer mit Buzzer. Denn dieser ganze Bereich hier und auch dieser Input 0, den wir hier oben haben, die sind alle insgesamt mit einem Großteil von der Schaltung hier nur dafür da, den Buzzer anzusteuern, den es bei mir gar nicht gibt. Genauso ist hier dieses komplette Bottomboard mit dem Mikrocontroller nur dafür da, zusammen mit den Transistoren hier die LEDs blinken zu lassen, was es bei meinem Modell auch offiziell nicht gibt. Ich meine, hey, ja, schön, ich habe jetzt einen Schalter und kann das Ding auf Blinken umstellen, aber bestellt hatte ich das eigentlich nicht. Wie auch immer, ich gehe mal davon aus, dass das irgendeine Ursprungsschaltung war. Die hat man dann irgendwie immer mal wieder umgebaut für andere Anforderungen und kleinere Methoden, also kleinere Modelle, ohne Blinken, ohne Buzzer und so weiter. Hat sich aber nie die Mühe gemacht, wirklich die Schaltung zu ändern. Was mich ein bisschen wundert, weil es gibt ja schon andere Schaltungen. Wir haben ja gesehen, der 2er und 3er, die haben unterschiedliche Boards. Das heißt, technisch wäre es auch da kein allzu großer Aufwand, da wirklich dann noch ein Board zu machen, was dann keine Blinkfunktion hat. Denn wenn wir mal durchgehen, diese ganzen Widerstände, nicht Widerstände, die Transistoren hier und vor allen Dingen die Linearregler, dieser IC, also ich wette mit euch, das sind bestimmt 2 Euro oder so an Materialkosten, die da reingeflossen sind, die gar nicht benutzt werden. Und das bei einem Modul, was irgendwie, ich glaube, so eine Ampel kostet irgendwie einen Zehner. Das ist schon ein guter Prozentsatz, den man hier quasi wegwirft an Bauteilen. Und insbesondere bei der DC-Variante, wenn man da dieses Verpolschutzgedönse anders aufgebaut hätte, naja, dann hätte man sich hier eine Menge sparen können. Hätte man allgemein, man hätte viele von den Diodenbrücken sparen können und gegen irgendwelche simple Dioden ersetzen können. Man hätte auch genauso diese Linearregler zentral machen können. Also da ist eine Menge Potenzial, Geld einzusparen hier bei dieser Schaltung. Aber am Ende, naja, es leuchtet, oder? Darum geht's ja.
Wie schon gesagt, deutlich mehr drin, als ich erwartet habe. Und auch seltsamer Aufbau, denn ganz ehrlich, dieser ganze Kram, der hier noch zusätzlich drauf ist für Buzzer, keine Ahnung, wieso kriege ich ein Blinkboard, obwohl ich ein Non-Blink-Modell habe? Keine Ahnung. Ich nehme es aber gerne. Hey, ich kann es trotzdem nicht verstehen, warum man da nicht separate Boards gemacht hat. Ich meine, man hat ja auch separate Boards für die Anzahl der LEDs gemacht. Das heißt, allein da gibt es dann irgendwie, ich glaube, 5 unterschiedliche Varianten von hier dem Board. Und was man mindestens hätte machen können, wäre einfach das Ding hier weglassen und nicht einstecken. Naja, gut. Ich kann die auf jeden Fall so fleißig weiter benutzen. Hab hierfür die auch schon eine schöne Verwendung gefunden. Da kommt demnächst dann ein Video zu. Und auch für die andere gibt es schon einen festen Platz. Inzwischen habe ich mir sogar noch ein paar mehr bestellt. Auch mal eine mit Buzzer, dann können wir uns das nochmal, wenn das Zeug kommt, separat angucken, wie das denn funktioniert. Und ob meine Vermutung richtig ist. Und ja, ich baue den ganzen Kram hier dann mal wieder fleißig zusammen. Ist ja nicht ganz so schwer. Und der kann dann wieder an seine vorgesehenen Einsatzplätze kommen. Ist ja alles nicht ganz so schwer. Zum Glück lässt sich das relativ flott hier alles bauen. Und dadurch, dass halt alles gesteckt ist, auch schnell erledigt. Und ja, dann kommt es wie gesagt wieder an seinen angestammten Platz. Und tut da hoffentlich auch über längere Zeiten, was die Dinger sollen.